ungarisches Gulasch. In Ungarn nennt man es im Übrigen Pököld. Ich möchte fast eine Wette abschließen, dass du meine Zubereitungsart eines ungarischen Gulasch noch nicht kennst. Im Verlaufe dieses Videos erfährst du von einer Zutat, wie ich sie verwende, und ich könnte eine Wette abschließen, das hat noch nie jemand so verwendet. Du bekommst dadurch ein unglaublich leckeres ungarisches Gulasch. Bleib also dran, gleich geht's los. Ich bin Kalle, herzlich willkommen zu Kochst du mit Kalle. Die Zutaten für ungarisches Gulasch sind sehr überschaubar. Du benötigst 1 Kilo Rindfleisch für Gulasch, 500 Gramm rote Paprika, 600 Gramm Zwiebeln, eine Dose geschälte Tomaten, 3 Esslöffel Tomatenmark, 500 ml trockenen Rotwein, 1 Würfel Rinderbrühe, das ergibt ca. 1 Liter, 2 Esslöffel selbstgemachtes Gulaschgewürz. Wie du mein veredeltes Gulaschgewürz selber machen kannst, das erfährst du hier oben in diesem Video. Hier nochmal kurz die Übersicht aller Zutaten. Unter diesem Video kannst du auch alle Zutaten noch einmal nachlesen. Am Anfang steht die Fleißarbeit. Die Zwiebeln können in relativ grobe Würfel geschnitten werden. Die Paprika waschen, halbieren und von den Kernen befreien. Dann wird die Paprika, wie hier zu sehen, in relativ große Stücke geschnitten. Wenn die Fleißarbeit beendet ist, kann es ans Kochen gehen. Die Zutaten reichen für 4 Personen, also sollte der Topf groß genug sein. Als erstes gibst du gut erhitzbares Speiseöl in den Topf, sodass der Boden leicht bedeckt ist. Das Öl kann ruhig stark erhitzt werden. Dann fügst du die Zwiebeln hinzu. Sie werden nicht glasig gedünstet, sondern sie werden regelrecht angeröstet. Was es damit auf sich hat, das erfährst du jetzt gleich. Lass die Zwiebeln aber nicht verbrennen. Wenn sich unten am Boden schon etwas brauner Ansatz befindet und die Zwiebeln relativ gut angeröstet sind, dann ist das so perfekt. Jetzt kommen die 3 Esslöffel Tomatenmark hinzu und werden nochmal kurz mit angeröstet. Nicht zu stark und nicht zu lang, denn dann wird Tomatenmark bitter. Das Ganze wird jetzt mit der Brühe abgelöscht und dann fügst du den Wein hinzu. Wie man hier sehen kann, schütte ich den Wein direkt aus der Flasche in den Topf. Du kannst natürlich gerne auch einen Messbecher verwenden. Wenden wir uns mal kurz der Frage zu, Fleisch vorher anbraten oder nicht. Nach landläufiger Meinung muss Fleisch angebraten werden, damit sich die Poren schließen. Von diesem Gedanken verabschiede dich mal ganz schnell, denn der ist Quatsch. Fleisch hat nämlich gar keine Poren, Haut hat Poren, aber nicht das Fleisch. Bleibt also nur noch das Argument der Röstaromen. Hierzu ist Folgendes zu sagen. Die Röstaromen habe ich bereits durch die Zwiebeln und durch das Tomatenmark bekommen. Wird Fleisch hingegen vorher scharf angebraten, zerstört das bereits die ersten Kollagenfasern. Aber genau diese Fasern wandeln sich beim leise Schmoren in essbare und weiche Gelatine, sodass das Fleisch schön zart wird. Deswegen brate ich das Fleisch vorher nicht an, sondern ich lasse die Flüssigkeit richtig aufkochen und dann füge ich das Fleisch in die Flüssigkeit hinzu, ohne es vorher anzubraten. So bleiben alle Fasern vom Fleisch erhalten und können beim Schmoren hinterher ihre Wirksamkeit entfalten. Jetzt kannst du die Hitze reduzieren und dann kommt das Gulaschgewürz hinzu. Du kannst dieser Zubereitungsart ruhig vertrauen. Füge bitte kein Essig hinzu, um das Fleisch zarter zu machen. Das Einzige, was du dadurch erhältst, ist ein verfälschter Geschmack des Gulasch. Eine gewisse Säure, die an das Gulasch soll, die kommt durch die geschälten Tomaten hinzu. Du kannst die geschälten Tomaten ruhig ganz
hinzufügen, sie zerfallen beim Schmoren. Jetzt kommt der Deckel drauf und je nach gewählter Fleischart und je nach Größe dauert das Schmoren zwischen 2 bis 3 Stunden. Bei mir hat es tatsächlich 3 Stunden gedauert. Und jetzt kommen wir zu meiner angekündigten geheimen Zutat. Und glaub mir, so hast du Gulasch noch nie gemacht. Für das Abrunden und die Farbe des Gulaschs verwende ich Cola Zero. In vielen Rezepten wird die Zugabe von Zucker oder Honig zum Abrunden des Geschmacks empfohlen. Ich habe auch schon einige Rezepte gelesen, da wird Ketchup verwendet. Naja, jedem das seine. Eine halbe Stunde vor Garzeitende fügst du die Paprika hinzu. Jetzt darf alles nochmal eine halbe Stunde lang schmoren. Da es wichtig ist, dass das Gulasch bei geschlossenem Deckel schmort, verdampft nur wenig Flüssigkeit. Das bedeutet, dass das Gulasch noch relativ flüssig ist. Um es schön dick zu bekommen, löst du 3 Esslöffel Speisestärke in kaltem Wasser auf und gibst sie zum Gulasch hinzu. Ich würde erstmal nicht mehr nehmen, sondern abwarten, wie die Speisestärke das Gulasch andickt. Sollte es dir noch nicht dick genug sein, kannst du auf gleiche Art und Weise nochmal 1 bis 2 Löffel Speisestärke hinzufügen. Das habe ich dann auch gemacht und nun schaut mal, wie schön dick und sämig das Gulasch geworden ist. Ich finde, dass es geschmacklich und auch optisch hervorragend gelungen ist. Nun wünsche ich viel Spaß beim Nachkochen und gutes Gelingen. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.